Hallo, ich bin Jessica von schönstricken.de. Heute gehen wir auf die Wollmesse in Köln. Ich mache schon mal vorher die Ansage hier aus dem Hotel, weil nachher ist es vielleicht ein bisschen laut. Ja? Was ich machen werde, ich zeige dir auf jeden Fall, was da alles so los ist, was es für Neuigkeiten gibt. Es gibt da nicht nur Wolle, es gibt auch so Bastelgeschichten. Und das sind die Mai-Boschi-Jungs da. Und da sind noch andere Jungs. Ich war gestern schon da. Heute filmen wir. Gestern habe ich schon geguckt, ein paar Fotos gemacht. Noch ein paar andere Jungs, die auch häkeln. Ja? Also es ist jetzt so ein Trend natürlich. Jungs häkeln. Fangen jetzt auch an zu stricken, aber mehr häkeln. Ich will mal gucken, ob ich die Mai-Boschi-Jungs nicht fragen kann, ob sie vielleicht nicht heimlich auch ein bisschen stricken. Ja? Und was der Unterschied ist zwischen Mai-Boschi und den anderen Häkelmützen-Jungs. Es gibt jetzt irgendwie wahnsinnig viele Jungs, die irgendwie alle ein bisschen gleich aussehen, ja, vom Look her, und die alle häkeln. Und da will ich mal nachfragen, was da so los ist, was sie häkeln und vor allem, wie sie häkeln. Bis später. So, und die Wolle musste man mitnehmen können, alles. Das wäre toll. Ich kann hier alles kaufen, alles mitnehmen. Hier gibt es Wolle ohne Ende zum Durchdrehen. Hier habe ich jetzt die Jungs von Mai-Boschi entdeckt. Jetzt gehe ich immer mal hin und spreche mit denen kurz übers Häkeln. Mitkommen? So, hallo. Hi. Ich sehe gerade, du häkelst deine Mütze. Na, na klar. Und es ist ja gerade so, viele Jungs häkeln ja gerade Mützen. Ihr seid ja bei weitem die bekanntesten. Ob wir die bekanntesten sind, das weiß ich nicht. Es gibt auch noch viele andere Jungs, die häkeln und auch bekannt sind, aber mit Sicherheit nicht fürs Häkeln. Sehr gut. Ist Häkeln für dich eigentlich noch Entspannung? Erzähl mal. Häkeln ist für mich wieder Entspannung. Ich hatte eine ganze Zeit, wo wir wirklich ja, häkeln mussten, um unsere Aufträge fertig zu bringen. Da haben wir jetzt glücklicherweise unsere Häkel-Omis dafür. Und jetzt ist es so, dass ich mich abends nach der Arbeit wieder hinsetze und zum Runterkommen ja, Hobby-Häkler bin. Und wir wissen das, alle Jungs häkeln immer, keiner strickt so richtig. Woran liegt denn das? Also mein Gedanke ist dabei, dass Häkeln mit einer Nadel ist und Stricken mit zwei Nadeln. Und wie man weiß, können Männer mit zwei Dingen nicht gleichzeitig umgehen und deshalb wahrscheinlich häkeln. Und strickst du manchmal heimlich oder gar nicht? Ich habe schon mal ausprobiert zu stricken und linke und rechte Maschen, das kriege ich hin. Aber wenn es dann um schöne Muster geht, da bin ich noch nicht ganz so weit. Sag mal, und jetzt sag mal auf die ganzen Jungs, die alle immer häkeln und so. Ihr unterscheidet euch aber schon alle voneinander, weil auf den ersten Blick sind die Mützen natürlich alle so ein bisschen ähnlich, ne? Die da so gemacht werden gerade. Ist ja schon ein bisschen Trend jetzt auch geworden durch euch. Es ist schon ein kleines bisschen Trend. Ja, Kopfbedeckungen zu machen und kleine Teile eben zu häkeln. Aber jeder hat seine Vorzüge und ja, deshalb passt es dir nicht. Okay, also das heißt, da ist jetzt kein wilder Konkurrenzkampf oder irgendwie, ihr seid alle miteinander irgendwie so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob wir mit allen bekannt sind, aber wir sind auf jeden Fall mit vielen Leuten bekannt und auch befreundet. Okay, also kein Problem, dass jetzt alle gerade diese Mütze machen. Aber es ist schon auffällig, cool. Ne? Es ist eher cool, weil wir ja doch sagen, wir haben wahrscheinlich diesen Trend in Gang gebracht und uns freut es riesig, wenn ja immer mehr und mehr Leute dazukommen, jetzt zu häkeln. Okay, jetzt muss ich mal genau gucken, wie deine Häkeltechnik ist. Die hast du aus Japan oder so, ne? War das nicht so? Also das Häkeln ist eigentlich nichts Besonderes, das kann bestimmt jeder. Wir arbeiten hier mit halben Stäbchen, das heißt einen Umschlag um die Nadel, einmal in die Masche einstechen und dann durchziehen. Ich zeige es nochmal langsam. Ein Umschlag um die Nadel, in die darunter liegende Masche einstechen, den Faden holen, dann habe ich drei auf der Nadel und durch alle durchziehen. Ja. Und so wiederhole ich das eben die ganze Zeit, auch für Männer ganz leicht geeignet, weil es eben einfach ist. Also das sind sozusagen halbe Stäbchen oder was für Stäbchen? Das sind halbe Stäbchen, ja. Und du musst ja auch irgendwann zunehmen, oder? Zugenommen haben wir schon. Weil wir oben den Deckel hier zugetragen haben, jetzt höre ich auf mit dem Zunehmen und dann wird die Boschi rund. Okay. Und sind alle Häkelmützen, die sozusagen sind eure nochmal irgendwie so besonders vom Design her? Ist so ein bisschen, dass sich was so abhebt, oder? Wir machen das, was wir schön finden und was andere schön finden, machen andere. Dann kann der Kunde entscheiden, was er kaufen will. Okay.
Also die Jungs von My Boschi waren ja total süß und nett. Beziehungsweise wir haben ja nur einen kennengelernt, aber der war total süß. Jetzt zeige ich euch noch bei Lang, was ich an neuen Modellen gefunden habe. Total schön, komm mit. So, Katrin muss mir assistieren. Katrin, Kamerafrau, geh mal schnell vor. Diesen tollen Supermantel. Hier, diesen tollen Supermantel, den müssen wir zeigen. Den hier, den hier, den hier, den hier, den hier. Ja, den will ich unbedingt machen. Katrin, schaffe ich das, den Mantel zu machen? Ja, klar. Viel Hilfe. Und der Loop ist nochmal extra dazu, muss man sagen. Nochmal ein extra Loop. Da ist es mein absolutes Lieblingsmodell. Das kombiniert mit diesem coolen Mantel. Auch so einen schönen Schnitt. Also wenn, dann muss ich so einen Mantel auf jeden Fall machen. Herrlich. Wir sind die Jungs von Hetnat. Okay. Hi. Hallo. Und ihr macht halt diese klassischen Häkelmützen. Ganz genau. Okay. Seit wann häkelt ihr? Wir häkeln jetzt seit 2008. Das heißt, ihr habt alle zusammen mit dem Häkeln gemeinsam begonnen, oder? Schon, kann man so sagen. Also einer von uns war ein bisschen der Vorreiter, ein paar Monate. Und er wollte eben nicht für uns alles dann auch häkeln. Und dann haben wir das eben auch mitgelernt. Und wer von euch war das? Das war Didi. Der hier. Der ist leider jetzt heute nicht mehr da. Okay. Und kannst du mir sagen, warum häkeln Jungs gerade im Moment? Ist das gerade so ein Trend? Wie kommt das? Ist das auch Entspannung so ein bisschen für euch? Oder ist das nur irgendwie eine Geschäftsidee? Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass man eine Mütze schnell gehäkelt hat. Das heißt, es dauert einfach nicht lang. Man hat es dann relativ schnell auch schon auf dem Kopf. Und was wir auch immer wieder hören, ist, dass ja Männer dann doch nicht so multitaskingfähig sind und deswegen ein Werkzeug in der Hand besser zu bedienen ist wie zwei. Okay, genau das habe ich eben gehört. Bei My Boschi. Ja, wir haben uns genauso. Habt ihr euch abgesprochen? Gibt ihr alle die gleichen Antworten? Genau. Okay. Sag mal, und strickt ihr heimlich? Ja. Ehrlich? Ein bisschen kann ich's. Mein nächstes Projekt ist dieser Pulli da, aber das wird, glaube ich, ein Halbjahresprojekt. Verbunden, oder was? Ja. Für dich jetzt, oder was? Ja, aber ich bin ja schmal, das geht schnell. Achso, ja, das ist gut, das ist der Vorteil, ne? Und was mit dir? Bist du nur am Häkeln oder auch mal? Ja, ich bin eigentlich nur am Häkeln. Mit Stricken bin ich noch nicht so richtig warm geworden. Da okay. Verliert man so schnell mal eine Masche. Ja. Das passiert aber beim Häkeln. Und häkelt ihr nur Mützen oder auch andere Sachen? Also wir sind hauptsächlich jetzt schon am Mützenhäkeln, aber ich sag mal, wenn wir Auftragsarbeit machen, dann kann das auch schon mal was anderes sein. Das heißt irgendwie eine Handytasche oder irgendein besonderes Accessoire, was auch immer. Da sind wir eigentlich ganz offen und wenn die Kunden uns anfragen, dann versuchen wir auch da die Wünsche zu erfüllen. Und ich habe gesehen, eure Mützen unterscheiden sich ja schon so ein bisschen von den anderen. Ihr habt Bommel, oder? Ist das das Besondere an euren Mützen? Ja, Bommel, je nach Wunsch. Also ich würde sagen, was uns unterscheidet, ist, dass man die eben komplett sich selbst gestalten kann. Und man dann auch gerne mal was draufsticken oder einen Namen oder je nachdem, was denn. Ach stimmt, du hast da was drauf, ne? Ja, das war aber. Da steht Are You Nuts. So ein bisschen der Leitspruch. I am. Are You Nuts? Soll das heißen? Das ist, war einer der ersten Versuche, die ist schon sehr, sehr alt. Das ist so meine erste. Stickversuch oder Schreibversuch auf eine Mütze. Okay, also das Gestickte ist das Besondere bei euch, nicht, das ist nicht die Bommel. Es gibt nicht das. Das Spezielle, das ganze Ding macht's. Also das ist nicht eine Sache, die mich speziell macht, würde ich sagen. Die Wolle ist auch ein bisschen anders, ne? Mit diesen Getupften habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Genau, das ist die Mütze, die ich momentan auf dem Kopf habe. Das ist jetzt eine Wolle, die ist seit Anfang vom Jahr raus. Und die hat halt einfach, sag ich mal, den Farbwechsel mit drin und dadurch kriegen wir eigentlich ein ganz schönes Muster hin. Das heißt, wenn man sie häkelt, sieht sie toll aus. Wenn man sie strickt, kriegt man ein bisschen ein anderes Muster raus, was aber im Prinzip auch schön aussieht. Okay, jetzt musst du mir noch zeigen, wie du tatsächlich häkelst. Sag mal was dazu, was du da gerade machst. Ich mache jetzt gerade ein ganz normales Stäbchen. Moment mal kurz. Genau, und das ist im Prinzip der Anfang von der Mütze. Das heißt, wir fangen oben an und breiten die dann so über dem Kopf aus. Und du machst halbe Stäbchen? Das sind jetzt ganze Stäbchen.
machst du ganze Stäbchen? Ein normales Stäbchen. Also du machst ein normales Stäbchen? Ich mache ein normales Stäbchen. Wir machen ganze Sachen. Ihr macht immer ganze Sachen, weil die Maiboschi machen halbe Stäbchen. Hat sich so bei denen ergeben. Also wir haben es uns so beigebracht oder so gelernt. Und uns hat dann auch das Muster ziemlich gut gefallen. Also wenn man dann mal mit ein bisschen dickerer Wolle häkelt oder... Man ist schneller, ne? Ja, mal das. Aber sieht einfach anders aus und das hat uns angesprochen und dann haben wir das so bis jetzt beibehalten. Okay, dann haben wir einen Unterschied. Ihr macht ganze Stäbchen, die machen halbe Stäbchen. Ja. Heißt wir sind nicht fünf, die sind zwei. Ja. Achso, ihr müsst mehr teilen, sie ne? Sie sind Bayern, wir sind... Wir sind auch. Aber es ist auch so eine bestimmte Art von Jungs, die häkeln, finde ich. Es sind immer so diese jetzt Skater, Surfer, bisschen cooleren Jungs. Danke. Ja, oder? Also nee, nicht eher, genau, immer nur die gut aussehenden ja, eigentlich. Natürlich, schwer zu sagen. Ja. Und intelligent. Ja, aber das ist schon so ein besonderer Style, finde ich auch. Das ist also, so eine... Ich weiß es nicht. Also wie wir angefangen haben, war das noch nicht so verbreitet. Das haben wir dann einfach gemacht. Ich weiß nicht warum. War halt, hat sich so ergeben. Und hatten dann unseren Spaß dran und dann wollten wir mal was Neues ausprobieren. Und dann kommt eins ein in andere und dann sitzen wir hier. Super, und ihr habt auch noch Spaß daran? Natürlich, sonst würde ich ja jetzt nicht hier häkeln. So, das war's von der Wollmesse in Köln. Ich habe eine Menge erlebt, eine Menge gesehen, tolle Inspiration bekommen. Wolle ohne Ende, Stricknadeln ohne Ende. Ich habe Fotos gemacht ohne Ende mit einem riesen Blogbeitrag. Und jetzt fahren wir nach Hause. Tschüss.